denn? Was ist denn? Sie sehen doch, ich bin beschäftigt. Aber irgendwann muss doch die Post erledigt werden. Ach, also, dass ich diesen ganzen Verwaltungskram auch noch am Hals habe, das ist zu viel. Wie soll ich denn da jemals meine Erfindung zu Ende führen, wenn man mich dauernd ablenkt? Dabei bin ich ganz knapp davor. Ja, ich sehe es. Wunderbar. Ja. Schauen Sie, die Reaktion. Aha, herrlich. Ich weiß, Herr Doktor, Sie tun mir wirklich leid. Das würde dir so passen, dich zu drücken. Du kommst mit. Ihre Frau Mutter. Es ist nicht zu überhören. Ja, aber Mama... Jetzt wirst du deinem Bruder Rede und Antwort stehen. Guten Morgen, Mama. Was ist denn los? Fräulein Pumpernickel, lassen Sie uns bitte allein. Selbstverständlich, gnädige Frau. Puppe, wann entpuppen Sie sich endlich als Schmetterling? Wenn Sie ein duftender Holunderbusch geworden sind. Boing. Unser Püppchen ist nicht auf den Mund gefallen, oder? Dafür wird dein Bruder beim Examen wieder durchfallen. Zum dritten Mal. Bitte. Das kam heute vom Gymnasium. Fritz, du hast deinem armen Vater versprochen, dich um Benno zu kümmern. Ja, aber das habe ich doch auch. Ich habe die letzten Monate jeden Tag mit ihm 2 Stunden geoxt und gebüffelt und... Ich verstehe dich wirklich nicht, Benno. Du hast doch alles so gut gekonnt. Ja, tut mir leid, aber wenn es drauf ankommt, vergesse ich alles. Ich habe eben eine Abiturpsychose. Psychose? Blödsinn. Rede dir doch sowas nicht an. Aber eines steht fest. Sobald die Prüfungen beginnen, bekommt er solche Angst, dass er alles vergisst. So schimpf doch endlich mit ihm, Fritz. Menschenskind, du. Junge, reiß dich doch ein bisschen zusammen. Das gibt es doch einfach nicht, dass du das nicht schaffst. Du sollst doch mal hier den ganzen Krempel übernehmen und unseren Angestellten ein Vorbild sein. Sehr richtig. Und alle kennen das Testament eures armen Vaters, der es vom einfachen Mechaniker bis zum Besitzer dieser Fabrik gebracht hat. Und ihr wisst doch, was ich mir für Mühe gebe. Das Studium später, da würde ich mich schon durchwurscheln, aber das Abitur? Ja, früher war das ein Kinderspiel, aber heute? Ich schwöre dir es, du würdest es genauso wenig schaffen wie ich. Na, ich könnte dir leicht das Gegenteil beweisen. Jetzt hör dich auf mit diesen Erdnüssen. Wir sind nicht im Zoo. Nervennahrung. Fritz, du hast es dem armen Papa versprochen. Ich hab doch alles getan, was... Entschuldige, Mama, aber kann ich vielleicht etwas dafür, dass mein Herr Bruder diese Psychose hat? Diese alberne? Soll ich mich vielleicht für ihn noch mal auf die Schulbank setzen, hä? Warum nicht? Mann, das wäre eine Bombe. Du könntest doch auf ein Gymnasium gehen, wo uns keiner kennt. Vielleicht wäre das wirklich ein Ausweg. Sag mal, seid ihr alle beide verrückt? Das ist doch unmöglich! Nichts ist unmöglich. Jetzt weiß ich, was ich von euch zu halten habe. Zum Glück gehört die halbe Fabrik mir. Wenn das mit dem Abitur nicht klappt, verkaufe ich meine Aktien an die Konkurrenz. Oh, Mama! Ja, wegen grober Undankbarkeit. Gib mir eine Nuss. Du, der Einfall war gar nicht so schlecht. Was für ein Einfall? Ja, der mit dem Abitur. Ich, das wäre doch ein aufgelegter Schwindel. Ja, das wär's eben nicht. Schau mal, ich beherrsche doch meinen Lehrstoff von hinten bis vorne, nur bei der Prüfung versage ich. Du, Fritz, wenn du mir jetzt hilfst, dann brauchst du dich in der Fabrik um nichts mehr zu kümmern und kannst dich nur noch mit deinen Erfindungen beschäftigen. Schön wär's. Ich hab sowieso den ganzen Papierkram bis daher. Ja, dann mach's doch für mich. Raus. Raus, aber schnell. Und damit du es ein für alle Mal weißt, den Gefallen tue ich dir nicht. Und jetzt verschwinde, Unser armer Silvia-Papa. Benno, ich... Denk an dein Versprechen. Denk an dein Versprechen. Ich bin verrückt. Ich bin schon total verrückt. Du hast es versprochen. Lass mich nicht im Stich. Nein, ich tu's nicht. Ich tu's nicht. Ich tu's nicht. Ich mach's nicht. Kommt überhaupt nicht die Frage. Entschuldigen, lieber Student. Wo geht's denn zum Boss von dem zum Direktorat? Da. Danke. Ja, meine Herren, das Übertrittszeugnis von Benno Geiern. Traurig, traurig, traurig. Was sagen Sie dazu, Herr Kollege Kramm? Tja.
Herr Geier. Ja? Ich möchte Ihnen eine Frage in Mathematik stellen. Oje. Bitte, Herr Professor. Wie finden Sie Hochpunkt und Tiefpunkt einer Kurve? Ja, schön. Wie bitte? Ich meine, die Kurven findet man, indem man danach sucht. Ja, traurig, traurig, traurig. Also denken Sie doch einmal ruhig nach. Na, ja. Wie bestimmt man Maximum und Minimum einer Kurve? Minimax und Maximum und Maximum und Minimum! Ja, oh, findet man, indem man... Beeilen Sie sich doch ein bisschen. Jawohl, Herr Lehrkörper. Also findet man, indem man die erste Ableitung der Funktion bildet und gleich neu setzt. Hm? Junger Freund. Nicht. Lieber junger Freund. Das war ja richtig. Ja, richtig. Traurig, traurig, traurig. Verstehe gar nicht, wo der Kollege Berthold bleibt. Das ist nämlich der Klassenleiter der Oberprima. Guten Morgen, Herr Direktor Liebreich. Guten Morgen, Kollege Kramm. Morgen. Guten Morgen, Kollege Oberwasser. Morgen. Bin ich zu spät? Nein, bin ich zu spät. Herr Kollege Berthold, da ist ein Neuzugang für Ihre Oberprima. Hm. Herr Benno, Vogel. Geier. Geier. Ah, Benno Geier? Ah, Benno Geier, sind Sie etwa der Bruder von Fritz Geier? Das war nämlich in der Schule mein bester Freund. Ah. Jawohl, bitte, ja. Also diese Ähnlichkeit ist frappant. Wir wären ja auch beinahe Zwillinge geworden. Aber Ihr Bruder ist doch einige Jährchen älter als Sie. Deswegen hat es ja auch da nicht geklappt. Dadurch sind Sie der Jüngere. Ach, was heißt Sie? Ich darf doch du zu Ihnen sagen. Aber selbstverständlich, Sprossi. Verzeihung, Herr Doktor. Geier, wie kommen Sie auf Sprossi? Mein Bruder erzählte mir, dass... Ja, ich hatte schon in der Schule sehr viele Sommersprossen. Traurig, traurig, traurig. Tja, also du bist der kleine Benno. Komm mal her. Als Knabe hast du ganz anders ausgesehen. Sie auch, Herr Doktor. Also das hier, Herr Kollege, das ist das Übertrittszeugnis. Ist nicht schlecht, ne? Entsetzlich. Also ich muss schon sagen, dein Bruder Fritz war immer ein Vorbild unserer Klasse. Er war in allem beschlagen. Du scheinst mir mehr beklopft zu sein. Ja, aber äußerlich ist die Ähnlichkeit beklemmend. Schweifen wir doch nicht ins Privat ab. Wir haben gerade schon begonnen, diesen Unglückseligen zu prüfen. Darf ich meine Klasse verständigen? Bitte darum. Hallo, Oberprima. Renny. Renny. Ja, Herr Doktor? Sie sorgen mir für Ruhe und Ordnung. Ich komme einige Minuten später. In Ordnung, Herr Doktor. Meine Damen und Herren, ich bitte um Ruhe. Was ist denn da wieder los? Kinder, die Stunde ist geschenkt. Wieso denn? Sie prüfen einen neuen, ganz schwerer Fall. Ein gewisser Benno Geier. Wieso wechselt er denn vor dem Abitur noch das Gymnasium? Wahrscheinlich geflogen. Außerdem soll er x-mal sitzen geblieben sein. Jö, der Arme. Von wegen. Er soll ein ziemlicher Angeber sein. Na, unsere Pauker werden sich freuen. Einer der eigenartigsten Fälle, die mir je vorgekommen sind. Ja. Ja, also zum Teil sind seine Kenntnisse doch direkt verblüffend. Trotzdem, trotzdem. Unter uns keinerlei Aussicht, dass das Abitur besteht. Ich wäre da nicht so pessimistisch, Herr Direktor. Letzten Endes bin ich es ja meinem Schulfreund Fritz schuldig, dass ich mich mit dem Knaben ein wenig befasse. Also mein Bruder Fritz wird Ihnen das nie vergessen, Herr Doktor. Es wird schon gehen. Zack, zack. Das dauert. Ich habe das Gefühl, die nehmen den ganz schön in die Zange. Recht haben Sie. Man sollte ihn rausekeln. Naja, wenn er wirklich aufgenommen wird. Kinder, ich hab's. Es ist doch nur noch ein Platz frei hier. Ja, der hinter dir. Ja, der hier. Wir müssen was organisieren. Komm schnell. Gut, ich schau, wer kommt. Hier. Der Kleister ist genau das Richtige. Junge, Junge, das wird ein Heidenspaß. Nö, der Arme, der klebt er doch fest. Ja, das soll er ja auch. Kinder, Achtung! Zack, zack, komm! Hier. Morgen, meine Damen, morgen, meine Herren! Morgen! Setzen! Hier stelle ich euch euren neuen Mitschüler vor, Benno Geier. Guten Morgen, Kommilitonen und Tinnen! Sterzenbach, Sie setzen sich dort nach hinten auf den freien Platz.
Benno, du kommst hierher. Na los, wirf's bald, zack, zack. Herr Doktor, wenn der Neue vor mir sitzt, kann ich nicht nach vorn schauen. Er ist viel zu groß. Er kann doch hinter mir sitzen, auf dem freien Platz. Zerbrechen Sie sich nicht meinen Kopf und sparen Sie Ihre guten Ratschläge für einen Dümmeren. Den werden Sie wahrscheinlich nicht so schnell finden. Nein, halt! Ich finde diesen Platz nicht günstig. Dieser Mensch ist ja longitudinal so entwickelt, ich muss ihn ständig im Auge behalten. Sie haben ihn wunderbar dort. Dieser Platz ist, das heißt, dieser Platz ist eigentlich gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Ja. Also gut, ich werde heute ausnahmsweise von hier aus unterrichten. Man soll nicht so an der Tradition kleben. Ich werde sozusagen in eurer Mitte wirken. Wer war das? Bitte was, Herr Doktor? Ich appelliere an das Ehrgefühl der Oberprima. Ein alberner Schabernack. Adler, Ihr Blick ist so auffallend unauffällig. Wer war das? Entschuldigung, Herr Doktor, aber ich glaube, das war nicht für Sie bestimmt. Für wen denn? Vielleicht eine kleine Aufmerksamkeit für den Neuen, weil er so oft kleben geblieben ist. Sehr liebenswürdig. Ja, der war auch zu komisch gewesen, wenn sich Benno hier hereingesetzt hätte. Wieso lache ich eigentlich? Weil Sie Humor haben, Herr Doktor. Dürfen wir Ihnen helfen? Nein, vielen Dank. Ich werde mich selbst aus meiner Zwangslage befreien. Das gibt der Sache eine Wendung. Bitte verlassen Sie das Klassenzimmer, die Damen zuerst, aber rasch, zack, zack, sonst werden Sie mich von einer anderen Seite kennenlernen. Eine bodenlose Gemeinheit. Schade, dass es nicht geklappt hat. Ja, so leicht gehe ich kleinen Mädchen nicht auf den Leim. No, keine Beleidigungen. Reni ist unsere Klassensprecherin. Ach so, ach, das heißt, dass die anderen nichts zu sagen haben, hm? Weiß nicht, was es hier zu lachen gibt. Sie sind es, Fräulein Uschi? Ich bin mit Benno verabredet. Ja, aber... Ist er noch in der Schule? Ja, ist... Gut, dann warte ich in seinem Zimmer auf ihn. Augenblick! Frechheit! Anna! Anna! Wer ist denn das? Das ist Fräulein Uschi, die neue Flamme von Herrn Benno. Sie wollte ihn unbedingt sprechen. Na ja, warum haben Sie sie nicht hereingelassen? Weil dann am Ende alles herauskommt. Manieren hat diese Uschi. Wenn die das mit dem Abitur herauskriegt, weiß es morgen die ganze Stadt. Und Sie haben doch gesagt, das muss unser Geheimnis bleiben. Natürlich, Anna, Sie sind eine Perle. Ich spreche nachher mit meinem Bruder, ja? Ja, was mache ich mit der Uschi? Ja, was mache ich mit der Uschi? Das bringe ich selbst in Ordnung. Ja. Allerhand mich hier draußen. Wer sind Sie denn? Ich bin der Bruder von Benno. Aber bitte, gnädiges Fräulein, wollen Sie nicht hereinkommen? Ach, Sie sind der Fritz? Also Sie habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Darf ich vielleicht fragen, wie? Na, so ein bisschen wie ein Gelehrter. Benno hat mir nämlich erzählt, Sie seien Erfinder. Aber so sehen Sie eigentlich gar nicht aus. Ja, das tut mir wirklich leid. Ich habe das Gefühl, der Erfinder, den Sie sich vorstellen, der muss erst erfunden werden. Bitte kommen Sie weiter. Hey, Anna, Sie stellen sofort meine Musik wieder an. Das nennen Sie Musik? Ja, mir gefällt's. Ich wollte nur sagen, dass in der Halle Besuch für Sie da ist. Besuch? Wer denn? Fräulein Uschi. Uschi. Und deswegen möchte ich, dass Sie Benno in Ruhe lassen, bis er das Abitur hinter sich hat. Und ihn ein bisschen auf Eis legen, ja? Den Benno auf Eis? Ja. Aber das würde ihm ja das Herz brechen. Das kann ich verstehen. Wollen Sie unbedingt seine Zukunft zerstören? Wie soll ein Oberprimaner an Mathematik, Physik und solche Sachen denken, wenn er sie im Kopf hat? Bitte nehmen Sie doch Platz. Auf Ihre schönen Augen, ja? Also das muss man sagen. Komplimente machen können Sie. Nennen Sie mich doch Uschi. Ja, ob das Benno recht sein wird? Da frage ich doch nicht lange. Überhaupt, was fängt man schon mit einem Schulbuben an? Servus, Uschi. Grüß dich, Benno. Na, was sagst du zu meinem Stammzahn? Ist doch hübsch, ne? Ja, großartig, du Schulbube. Ich höre nur leider, dass Fräulein Uschi für einige Zeit an die Riviera fährt. Die Uschi? An die Riviera. Sag mal, du hast doch nicht etwa einen Scheich aufgegabelt.
Erstens gable ich nicht und zweitens, es muss ja nicht gerade ein Scheich sein. Prost, Fritz. Prost, Uschi. Auf Ihren Scheich. Hallo, mein Revier. Keine Angst, Benno, ich bin ja kein Wilderer. Obwohl ich zugeben muss, dass Fräulein Uschi ein munteres Rehlein ist. Danke. Du streng dich nicht an, du munteres Rehlein, du. Aus meinem Bruder wird nie ein flotter Hirsch. So etwas kannst du nicht beurteilen. Also, ich verreise. Vielleicht schreibe ich Ihnen mal eine Ansichtskarte. Da hört sich doch wohl alles auf. Wir beide unterhalten uns, wenn du dein Abitur bestanden hast. Ja, ich finde es jedenfalls sehr reizend und sehr rücksichtsvoll von Uschi, dich in der nächsten Zeit nicht zu stören. Also dann, servus Benno. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Ja, ich bringe Sie zur Tür. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits. Auf Wiedersehen, Uschi. Auf Wiedersehen, Scheich. Ja, ich hoffe nur, Benno, du wirst in Bezug auf deine diversen Freundinnen jetzt vernünftig sein. Hm? Ja, das bin ich doch sowieso. Bei der Mizi bin ich offiziell verreist, bei der Eva habe ich dauernd Zahnschmerzen, mit der Liane habe ich mich vorsichtshalber verkracht, naja, nur ist eben nur noch die Uschi da. Also, damit ist jetzt Schluss. Du mach mir keine Geschichten. Es ist nicht zu fassen. Also bei der Prüfung versagst du und bei den Mädchen gibst du ganz groß an. Ja, das ist eben nur deshalb, weil ich diese Komplexe habe. Was du nicht alles hast. Wir können jetzt vor dem Abitur keine Komplikationen gebrauchen. Die Schule geht vor. Und ich der Uschi nach. Du, man hat die Beobachtung gemacht, dass Farbbegriffe sich auch in der Alltagssprache etabliert haben. Nehmen wir zum Beispiel den Begriff Rot. Adler, was fällt Ihnen zur Farbe Rot ein? Rot. Rötlich, das Rot, die Rötung, Morgenrot, Abendrot, Rotlauf, Rotschwänzchen, ich sehe Rot. Ich sehe Schwarz. Wenn Sie so weitermachen, Adler, werden Sie fliegen. Wechseln wir die Fliege. Wechseln wir die Farbe. Benno, eine andere Farbassoziation. Tja, man sagt zwar, ich erröte, aber nicht, ich erblaue. Man äußert schlicht und einfach, bin blau. Oh Gott, er und blau, ist es nicht rührend? Dem wird er von einem Glas Milch schon schlecht. Hm. Angesichts dieser geistigen Regsamkeit kann ich ja auch ohne weiteres eine etwas kniffligere Frage stellen. Wie entsteht ein Spektrum? Hm? Bitte? Aha. Schweigen im Walde. Ja? Benno? Bitte? Zack, zack. Lässt man die Strahlen einer Lichtquelle durch glühende Gase hindurchgehen, so verschlucken diese jene Spektralfarben, die sie selbst aussenden. An den entsprechenden Stellen des Spektrums erscheinen dann schwarze Linien. Sehr gut. Ein erstaunliches physikalisches Wissen. Davon könnten Sie sich einen Adler abschneiden, mein lieber Scheibe. Meine Scheibe abschneiden, mein lieber Adler. Jawohl, die schwarzen Linien. Und wie heißen diese Linien? Absorptionslinien. Richtig. Wer ist der Entdecker? Fraunhofer. Jawohl, daher der Name. Fraunhofersche Linien. Und wozu dienen Sie? Ich? Na, die Linien. Die Linien? Oh, unter anderem zur Erforschung der Gestirne. Genau. Und was wissen Sie über das Sirius-Spektrum? Worüber? Sirius-Spektrum. Das Sirius-Spektrum. Ungenügend. Setzen. Danke. Na, was riecht denn hier so seltsam und merksam? Wer war das? Der Urmelder soll sich sofort heben. Der Urheber soll sich sofort melden. Aha, also das ist euer brennendes Interesse. Na, das stinkt ja zum Himmel. Eine echte Havanna. Während ich mich bemühe, euch die Bedeutung des Sirius-Spektrums beizubringen, wird hier geraucht. Aber Herr Doktor, hier steht doch nirgends Rauchen verboten. Wie bitte? Nein. Ah ja, natürlich, da habt ihr recht. Was nicht verboten ist, ist dir erlaubt. Habt ihr noch mehr von den Dingen? Ja, der Sterzenbach hat eine ganze Schachtel mitgebracht. Der Sterzenbach, das trifft sich gut. Wo ist sie denn, die Schachtel? Ah, na wunderbar, da wollen wir doch einmal Gebrauch machen von unseren Persönlichkeitsrechten. Lieber Sterzenbach, greifen Sie ruhig zu. Und auch Sie, bitte sehr. Okay. Natürlich, es steht ja nirgends Rauchen verboten. Bitte, bitte hier. So, jawohl, wunderbar. Eine Zigarre, echte Havanna, bitte. Ne? Ja, Herr Kollege Berthold. Sind Sie wahnsinnig? Ich dachte, es brennt hier. Oh nein, es ist so, wir wollten... Herr Jäger, das war nicht, das war... Herr Dr. Berthold wollte uns lediglich die Schädlichkeit des Nikotins vor Augen halten. Ja.
Es ist traurig. 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 Na, Anton? Alles fertig? So, der Benzintank ist voll. Voll Wasser. Voll Wasser, Herr Doktor. Gut. Hüppchen, die Pillen? Hier, Herr Doktor. Danke. Ich bin so aufgeregt. Wir hätten eigentlich die Wochenschau bestellen sollen. Na, ist schon gut, Hüppchen. Jetzt gehen Sie am besten in Deckung, ja? Herr Doktor, ich möchte doch dabei sein. Ich möchte doch den großen Augenblick mit... Hüppchen, Deckung! Anton? Ja. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ein großer Moment. Mhm. Na, dann wollen wir mal. Es wäre wirklich wunderbar, Herr Doktor, wenn Sie es fertig bringen würden, mit diesen Pillen aus Wasser Benzin zu erzeugen. Ja, mein lieber Anton, da sind schon ganz andere Sachen erfunden worden. Herr Doktor ist ein Genie. Ja, danke. Aber jetzt volle Deckung. Volle Deckung, Herr Doktor. Ist was passiert? Sie verletzt. Wie? Nein, nein, ist nicht der Rede wert. Ich wollte nur... Ich glaube, die Mischung war etwas zu stark. Nach welchen Berufen unterscheidet Schiller in seiner anderen... Morgen, Studienrat. Bitte um Verzeihung wegen der Verspätung. Wegen Verspätung, aber ich hatte eine kleine Fehlzündung. Eine Fehlzündung scheint mir eher eine Prügelei gewesen zu sein. Mitnichten, ne? Mitnichten. Also setzen Sie sich. Wohl. Ich möchte verfahren. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Schiller, Herr Studienrat. Ja, richtig. Welche Berufe unterscheidet Schiller in seiner Antrittsrede von 1789 zu Jena? Was heißt... Und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Nun, Geier, was haben Sie zu sagen? Schiller stellte dem Brotgelehrten den philosophischen Kopf gegenüber. Sehr richtig. Ich merke, Sie haben gelernt. Setz! Streber. Nein, der Herr Doktor ist vormittags bestimmt nicht zu erreichen. Nein, auch nicht zu Hause. Was soll ich ihm sagen? Wie bitte? Kennwort Scheich? Kennwort Scheich. Ja, sagen Sie mal, was sind da für komische Telefonate, ne? Fräulein Uschi ist am Apparat. Sie behauptet, Sie beide hätten einen Scheich. Hä? Ich meine, ein Kennwort. Nein, nein. Sie will so unbedingt sprechen. Sind Sie wahnsinnig? Ich bin nicht da. Weg. Ich werde es dem Herrn Doktor ausrichten. Das ist gut. Jawohl. Jawohl. Wenn Sie mir wenigstens sagen würden, wo Sie sich neuerdings vormittags immer herumtreiben. Ich meine... Aufhalten. Püppchen, lassen Sie mir doch auch ein Geheimnis, ne? Sie wissen doch, jeder Mann hat ein süßes Geheimnis. Ich habe doch früher auch immer gewusst, wo Sie zu erreichen sind. Das habe ich wirklich nicht verdient, dass Sie kein Vertrauen zu mir haben. Selbst wenn Sie hier und da verliebt waren, ich war doch immer im Bild. Ach, Püppchen, ich bin ja nicht verliebt. Ich, ja, sehr freundlich, Vorsicht auf den Finger, ja, ich ringe um etwas, nicht? Sie sollten heiraten, dann würden Sie nicht mehr ringen. In den meisten Fällen ist die Ehe auch ein Ringkampf. Tja, wenn man sich so eine Frau so zusammenbasteln könnte. Ja. Apropos basteln. Wenn Sie mich brauchen, ich bin im Labor. Ja? Wir müssen doch noch die Post erledigen. Oh, mir bleibt auch nichts erspart. Schicken Sie sofort Anton zu mir mit den neuen Pillenmischungen. Und ich möchte nicht gestört werden, verstehen Sie? Nicht gestört. Und wenn Ihre Frau Mutter anruft? Sie ruft nicht an. Sie sind Taormina zur Erholung. Püppchen, schauen Sie mich nicht so dramatisch an. Die Post werde ich auch noch erledigen. Es ist beschämend, dass man in einer Oberprima so etwas noch einmal wiederholen muss. Aber die Konjugationen sind von eminenter Bedeutung, insbesondere die dritte, muss man intus haben. Und zwar von vorne nach hinten und von hinten nach vorne. Kann ich doch. Bitte, von vorne nach hinten. Lego legis legit, legimus legitis legund. Sehr gut, und jetzt von hinten nach vorne. Ogel, Siegel, Tiegel, Summigel, Sittigel, Knugel. Knugel? Knugel. Aha. Also dann. Netzes. Bitte, was heißt das, Herr Doktor? In deiner Sprache, setzen. Etip. Bitte.
Geber. Von Anfang an habe ich ihn nicht leiden können. Jö, der Arme. Mir gefällt er. Er hat so was Brutales. Ah ja? Was hast du denn vor? Das wirst du gleich sehen. Bis 1535, 47 Heinrich der 8. von England nach Hamburg. Oh, hier ist das Schild. Na prima. So, und jetzt zum Generalangriff. Und lenkt ihn ab, während ich ihm das Ding verpasse. Klar. Jö, der Arme. 1578 bis 1535, Thomas Morus. Sag mal, Bello, was lernst du denn da? Geschichtszahlen. Kannst du nicht wenigstens in der Pause mal Pause machen? Eben. Ich habe mir etwas in den Kopf ge... Was ist denn das? Was du im Kopf hast. Seifenblasen. Besser Seifenblasen als Bohnenstroh und Bosheim. Na, schau her. Also, ich find's gemein. Das hatte wieder mal die Reni eingebrockt. Warum, wenn ich fragen darf? Weil ich dich nicht ausstehen kann, du Musterknabe. Der ruht ganz auf Gegenseitigkeit, meine Dame. Eine so dumme und boshafte Person ist mir im Leben noch nicht begegnet. Du spielst dich auf und gibst groß an und glaubst, alle müssen nach deiner Pfeife tanzen. Du willst eine tolle Biene sein? Dass ich nicht lache. Wenn alle Mädels so wie du wären, dann wäre die gute alte Erde schon längst ausgestorben. Anna. Na, sagen Sie, ich suche meine lateinischen Übersetzungen. Haben Sie die irgendwo gesehen? Ich glaube, Ihr Bruder hat sie mitgenommen. Unter uns, Herr Doktor. Er stöbert öfter in Ihren Schularbeiten herum. Also, das ist doch die Höhe. Das ist doch die Höhe. Fritz, du hast in Latein eine 4 geschrieben. Sag mal, was fällt dir eigentlich ein? Ich schinde mich. Ich büffle. Ich strample mich für dich ab. Und du erlaubst dir auch noch Kritik zu üben? Ja, immerhin war ich in Latein immer der Beste. Ich werde mir doch noch Sorgen machen dürfen, dass du mein Abitur gut bestehst. Ich sollte dir die Schulhefte um die Ohren schlagen. Schämst du dich überhaupt nicht? Du armseliges Würstchen? Du Totalversager? Wenn unser Vater noch leben würde, der würde dir eine Tracht Prügel versetzen, die sich gewaschen hat. Fritz, du bist doch übergeschnappt. Hätte ich mich nur niemals auf diesen Blödsinn eingelassen. Du hast ja keinen blassen Schimmer, was ich deinetwegen alles auf mich nehmen muss. Und anstatt, dass du mir dankbar bist, bist du doch noch frech. Ein für alle Mal, ich verbiete dir, meine Schulsache herumzukramen. Verstanden? Ich sehe, ich falle dir auf die Nerven. Wo bist du hin? Ein bisschen bummeln. Tag und Nacht sitze ich in meinem Zimmer. Ich komme ja vor wie im Gefängnis. Du bleibst gefällig zu Hause, ja? Solange ich dein Abitur nicht hinter mir habe, ist es besser, du lässt dich nirgends blicken. Na, hör mal, das ist eben deine Prüfung. Und wenn du es nicht aushalten kannst, dann fahr bitte zu Mama nach Taormina und amüsiere dich. Dann habe ich wenigstens meine Ruhe. So einfach ist das nicht für mich. Ja, das habe ich dir ja gleich gesagt. Und noch dazu, wenn man eine Psychose hat... Bitte dich, lass mich zufrieden mit dieser Psychose. Das ist doch nur eine faule Ausrede. Ich habe mich leider auf diese Sache eingelassen und ich werde sie bis zum Ende durchhalten. Aber verschone mich mit deinem Anblick. Aber Fritz... Damit du es nur weißt, mein lieber Benno, ich habe nicht einen Funken Respekt vor dir. Du jämmerliche Niete. Los, jetzt! Ich sage euch, die Masche mit dem Anschleichen und Tür aufreißen wird unseren Zack-Zack ein für alle Mal vergehen. Sag mal, was ist denn hier los? Wir hängen die Tür aus. Reni hat wieder mal eine prima Idee gehabt, um unsere Pauker reinzulegen. Ja, darin ist sie groß. Das geht dich gar nichts an. Achtung, Kinder, Zack-Zack, komm! Die Tür anlehnen und alles auf die Plätze, kommt! Benno, etwa du? Das sieht mir sehr nach schlechtem Gewissen aus. Bestimmt wird er uns verpetzen. Ich ersuche dich in aller Ruhe, mir eine Antwort zu geben. Oder war es jemand anderer, der auf diese infantile Idee gekommen ist? Bitte! Zack, zack! Ich lasse mich von euch nicht zum Narren halten. Zur Strafe wirst du heute Nachmittag 2 Stunden nachsitzen. Aber wo denn? Unsere Schulzimmer sind doch alle überbelegt. Ihre Fürsorge ehrt sie, aber sie wird sich schon ein Plätzchen finden, wo Benno in sich gehen kann. Gaudiamus igitur, doch von Gaudi keine Spur. Was für eine Schnapsidee, dass ich in die Schule gehe. Warum büffeln wie besessen, wenn wir's später doch vergessen? Mathematik, Deutsch, Chemie, Latein, muss denn jeder ein Professor sein? Memorieren, subtrahieren, deklinieren, transpirieren. Bierher, Bierher, oder die Kleidung.
Ich bin der Dr. Eisenbart. Widi, 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 bum, bum. Wer klug ist, macht's nach meiner Art. Widi, 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 bum, bum. Schlägt einfach nach im Lexikon. Wo ist denn der Napoleon? So macht der Dr. Eisenbart. Widi, 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 bum, bum. Präparieren, definieren, kontrahieren, malträtieren. Bierherr, Bierherr, ohne Kleidung. Alte Burschen, Herrlichkeit, du bist schon lang vorüber. Denn jetzt, my boys, Madison Time, das ist dein Burschenliebe. Twist, Twist und Bossa Nova, Romantik, die ist over. Oh jerum, 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 wo gibt's ein Prüfungsserum? Demonstrieren, absorbieren, stets parieren. Bierherr, Bierherr, ohne die Kleidung. Hausch was kommt von draußen rein. Holeri, holero, schön ist jung und dumm zu sein. Holeri, aho. Hallo, Reni, ich komme dann herunter. Im tiefen Kerzer sieht sich hier und singe, singe. Gaudiamus igitur, doch von Gaudi keine Spur. Na, Benno, hast du es gut überstanden? Jojo, was verschafft mir die Ehre? Hier, die Flugblätter. Ah ja, danke. Ich wollte dir sagen, ich fand es prima von dir, dass du mich nicht verpetzt hast. Och, ist nicht der Rede wert. Na ja, schließlich war ich ja oft ziemlich scheußlich zu dir. Allerdings. Dafür hast du es mir aber neulich auch ganz schön rausgegeben. Wenn ich dich gekränkt habe, Rene, dann tut es mir wirklich Benno, leid, aber... wollen wir Freunde sein? Okay. So, und jetzt gebe ich dir mal einen Tipp. Unsere Klasse wäre ganz anders zu dir, wenn du dich endlich mal wie ein normaler Junge benehmen würdest. Bitte, wie benimmt sich ein normaler Junge? Er lernt nicht nur wie ein Wilder, sondern spielt den Paukern auch einmal einen Streich, dass ihm die Spucke wegbleibt. So, tschüss, Benno. Tschüss. Tolle Biene. So, Rene, du nimmst auch noch eine. Geht, ich fürchte mich so. Jö, die armen Viecher. Ja, passiert ja nichts. Also, wenn er jetzt nicht mitmacht, ist der ganze Witz im Eimer. Los, komm hier, auch noch eine. So. Achtung, Kinder, zack, zack, kommt. Komm, komm. Morgen, Oberprima. Morgen, Herr Doktor. Was hat das zu bedeuten? Was denn, Herr Doktor? Ja, wo kommen denn die Mäuse her? Was denn für Mäuse? Ich sehe lauter weiße Mäuse. Ich leide doch nicht an Halluzinationen. Aber hier ist alles voller Mäuse. Es tut uns sehr leid, Herr Doktor, aber hier ist nirgends eine Maus. Hm. Gussi, Irene, ihr fürchtet euch doch normalerweise vor solchen Tierchen, nicht wahr? Ja, Herr Doktor, alle Mädchen fürchten sich davor. Na eben. Benno, du bist doch der Bruder meines Freundes. Siehst du die weißen Mäuse? Ja, ich würde ja sehr gern den Gefallen tun, Herr Doktor, aber hier gibt's wirklich keine. Bitte, wir hatten mal in unserer Familie einen Fall. Ein entfernter Onkel. Der sah erst mal weiße Mäuse, dann weiße Elefanten und dann... Und dann? Dann durften wir ihn ab und zu mal besuchen. Bombe, die jenem Lehrer gelegt worden ist. Ja, Benno, das hast du fabelhaft. Ja, war ganz groß, ne? Aber jetzt müssen wir uns beeilen. Er kommt bestimmt mit dem Direktor wieder. Und bis dahin müssen die Mäuse verschwunden sein. So.
Ich komme in das Klassenzimmer, alles voller weißer Mäuse. Und sie streiten es mir ab. Trinken Sie manchmal ein Tröpfchen? Hin und wieder einen Cognac. Wir werden der Sache sofort auf den Grund gehen. Was ist los? Beeilt euch, Reni. Adler, schnell. Hinein damit. Achtung, Sie kommen! Ja. Hör bei dem aus. Ich hab bei dem. Komm, das macht nichts, schnell. Wo ist sie denn nicht? Herr Kollege, was haben Sie mir denn da erzählt? Ja, vorhin waren Sie alle noch da. Hat vielleicht von Ihnen jemand irgendwelches Ungeziefer hier gesehen? Nein, Herr Direktor. Sie sehen also bereits weiße Mäuse. Ja, Sie sind ja überall herumgekrabbelt. Ja, gut. Traurig, traurig, traurig. Kommen Sie mit mir sofort ins Direktorat. Morgen. Tag, Herr Direktor. Geh hier, die Maus. Maus, wo denn? Ich hab sie. Ja, ich meine auch. Also, das hätte ich nicht mehr lange ausgehalten. Benno, das war fantastisch. Ja? Ja. Na, ne? Ja, und ihr? Seid ihr wenigstens auch zufrieden, ne? Na, für den Anfang war es ganz gut. Adler, servier die Mäuse ab. Ich serviere ab. Ich bin konsterniert, ich kann mir das mit bestem Willen nicht erklären. Herr Kollege, nehmen Sie vor allen Dingen diese Sache nicht so ernst. Mhm. Vielleicht sind Sie nur ein bisschen überarbeitet, nicht? Mhm. Ja. Würde ich Ihnen raten, mal zu einem Nervenarzt zu gehen. Mhm. Haben Sie Erscheinungen dieser Art öfter? Nein. Mhm. Dann trinken Sie mal das Glas Wasser, ja? Danke. Vor allen Dingen niederschlagen, niederschlagen, niederschlagen. Du bist mir so sympathisch, so unerhört sympathisch. Ich seh den Mond quadratisch, ich glaub, ich bin verliebt. No, 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 no. Da helfen keine Klagen, da nützen keine Fragen. Man muss mit Fassung tragen, dass es die Liebe gibt. Und das ist schön. Unsagbar schön. Und das dürfte nie vorübergehen. Man sieht die Welt im rosa Licht und glaubt es nicht, dass auch Glück zerbricht. Du bist mir so sympathisch. Das ist zwar problematisch, weil es nach allem Schönen auch einmal Tränen gibt. Doch dann kommt das Versöhnen und unter Freudentränen muss ich mir eingestehen, ich bin ja so verliebt. Du, 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 du. Fassung tragen, dass es die Liebe gibt. Sag einmal, Reni, wer kommt denn heute alles? Auch nur ein paar aus meiner Klasse. Gussi, Adler und der Benno und... Der Benno? Der ja? Benno Geier kommt auch? Ja, warum nicht? Du hast mir doch immer erzählt, er sei so unausstehlich, so eine Art Playboy. Auch da habe ich ihn eben noch nicht so gut gekannt. Das wird er sein. Mom, bitte sorg dafür, dass Papa nicht wieder so grantig ist und mir meinen Geburtstag verdirbt. Ach, Adler, du bist es. Ich bin der Erste wie immer. Komm rein. Bitte? Danke. Was machen Sie bitte? Können Sie nicht aufpassen, Sie Krawall, Heini, Sie? Ja, haben Sie denn keine Augen im Kopf? Was heißt hier Augen im Kopf, Sie? Hoffentlich ist nichts passiert. Meine Blumen sind auf jeden Fall kaputt. Da, schauen Sie sich das an. Ach, diese Mopeds, die ganze Fabrikation müsste man verbieten. Reden Sie doch nicht so dummes Zeug. Das sieht man, dass Sie einer von gestern sind. Ja, bin ich auch, Gott sei Dank. Und darauf bin ich stolz. Das auch noch, Champagner. Das Getränk des Lasters. Ah. Oh, Verzeihung, aber das ist
Sehen Sie denn, das kommt davon, wenn man gegen das Laster lästert. Sie Moppetlümmel, Sie. Was, schon wieder Sie? Boing. Sind Sie etwa Renis Vater? Endlich, Benno. Ich hatte schon gedacht, du kommst nicht mehr. Hallo, Reni. Ich hatte nur einen kleinen Zusammenkunft. Ist dieser Bursche Benno Geier? Ja. Jawohl, meine Mutter pflegte mich immer so zu nennen. Komm rein. Ja. Nein, keine Schritte über meine Schwelle. Papa. Du weißt ja nicht, was er mir angetan hat. Aber nicht nur, dass er mich beinahe überfahren hätte, hat er mich noch mit Champagner bespritzt und ist außerdem noch frech geworden. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie der Vater von Reni sind, hätte ich natürlich besseren Champagner genommen. Obwohl Sie im Unrecht waren, Herr Pacher. Das wagen Sie einem Beamten zu sagen. Ja, was ist denn hier los? Ach. Papa, will Benno nicht hereinlassen. Natürlich nicht. Ich bitte dich, Papa, ich habe mich doch so darauf gefreut. Ach, Erich, das Kind hat doch heute Geburtstag. Ach, das ist mir wurscht. Ich verbiete dir ein für alle Mal den Umgang mit diesem jungen Mann. Ja, dann muss ich eben wieder gehen. Darf ich vielleicht vorher noch diese kleine Aufmerksamkeit überreichen? Bitte. Danke. Meinen herzlichsten Glückwunsch zu deinem Geburtstag, ja, Benny. Danke. Und hier noch ein bisschen. Weg Papa, mit diesem Zeug! Nicht herein! Das kannst du doch nicht weg machen! Benno! Oh, es tut mir schrecklich leid, aber ich kann wirklich nichts dafür. Ich weiß, Papa ist manchmal grässlich. Ich wollte mich nur bedanken für die Blumen und... Reni? Ja? Sie, wenn Sie nicht so ein unreifer Oberprimaner wären, Herr Geier, dann würde ich verlangen, dass Sie die Konsequenzen ziehen. Aber eines sage ich Ihnen, ich werde mich morgen beim Direktor liebreich über Sie beschweren. Renate, ich bitte, komm sofort herauf. So, komm, komm. Komm. Ja, ich komm ja. Also, nichts ist... Ja. Prost, Reni. Hallo? Ulala, noch was. Willst du brav sein? Prost, alter Junge. Das Leben rings um mich her.
geht, dann bild ich mir ein, du könntest es sein. Wenn erst der Abend kommt und wenn es dunkel wird, dann bin ich immer so. Ich habe ja noch gar nicht meine Schulaufgaben gemacht. Morgen. Morgen. Morgen, Rene. Morgen. Du kommst ja so spät. Ja. Hast du gestern noch viel Kummer meinetwegen gehabt? Wie du siehst, bin ich noch am Leben. Aber stell dir vor, mein Vater wollte wirklich zum Direktor gehen. Na, das wäre ja eine schöne Bescherung gewesen. Keine Bange, ich habe ihm die Brille weggenommen und ohne Brille kann er überhaupt nichts sehen. Es kann also nichts passieren. Ist gut. Ist schon passiert. Was? Da kommt er. Wo? Hinter dir. Zu dumm, wenn jetzt wirklich zum Direktor geht. Zum Direktor? Zum Direktor, durch meine fantastische Idee. Was? Ist dein Vater kurz- oder weitsichtig? Ganz kurzsichtig. Das ist gut. Also, halt ihn noch ein paar Minuten auf und bring ihn dann ins Sprechzimmer. Ja, aber, wenn doch... aber sorge dafür, dass niemand hereinkommt. Ja, aber bitte frage nicht, tu, was ich dir sage. Glaube ja. Mir es. Papa! Ach, du bist es. Willst du dich wirklich beschweren? Ja, natürlich. Nur zu dumm. Ich konnte meine Brille nicht finden. Hast du sie nicht gesehen? Nein, keine Ahnung. Papa muss denn das sein? Als Vater habe ich die Pflicht, dich vor diesen Burschen zu schützen. Jetzt komm, ich habe keine Zeit mehr. Setzen. Da fehlt ja jemand. Ja, Reni, Papa und Benno Geier. Alle beide, unentschuldigt? Ja. Was ist denn? Husten Sie zu Hause? Kollege Berthold. Hallo. Jawohl, Herr Direktor. Ach, bitte kommen Sie doch mal zu mir ins Direktorat, ja? Und warten Sie dort auf mich. Selbstverständlich, ich komme sofort. Es ist doch nichts Ernstes, Herr Direktor. Nun ja, wie soll ich sagen, es ist traurig, traurig, traurig. Ich bin in 5 Minuten im Direktorat. Herr Direktor, Herr Direktor. Was machen Sie denn hier? Ja, ich gestatten. Man sagte mir, Sie wären beim Zahnarzt. Ja, aber lieber junger Freund, Sie wissen doch, das ist mit Zahnschmerzen, nicht wahr? Man fühlt, dass es pocht, dass es puckert, dass es hämmert, dass es klopft. Und ist man da beim Zahnarzt, sind die Schmerzen auf einmal, juppei, die weg? Ja, und was haben Sie auf dem Herzen? Ja, Herr Direktor, es handelt sich um Dr. Berthold. Aha. Also, Dr. Berthold ist ja ein alter Freund von meinem großen Bruder. Und er hat in letzter Zeit wieder so... Störungen. Mhm. Ich wäre aber Herrn Direktor sehr verbunden, wenn Herr Direktor nichts sagen würde. In Ordnung, junger Freund. Danke. So. Geier. Der? Mappe. Mappe, pardon. Hefte. Hefte. Ja. Ab. Herein. Herr Direktor hat mich rufen lassen. Wieso, wann? Eben vor einer Minute. Sie haben doch mit mir gesprochen. Ich? Ich habe doch ganz deutlich Ihre Stimme gehört. Na, Sie müssen sich irren, Herr Kollege. Nein, ich irre mich nicht. Sie haben doch mit mir gesprochen. Na, bestimmt nicht. Doch. Nein, regen Sie sich nicht auf, Herr Kollege Berthold. Ich reg mich nicht auf. Ich meine, wenn Sie sich aufregen, dann dürfen gerade Sie sich nicht aufregen. Bitte nehmen Sie Platz. Ganz locker, ganz gelöst. Anlehnen, gestatten. Es nimmt allerdings bei Ihnen beängstigende Formen an. Ist das etwas Ernstes? Ja, geben Sie mir mal die Hand. Nein, der Puls. Traurig, traurig, traurig. Also unverschämt, mich so lange warten zu lassen. Aber er wird sicher gleich kommen, schließlich warst du ja nicht angemeldet. Ach, ich habe das Gefühl, du sabotierst meine Beschwerde. Aber Papa! Ich gehe jetzt ins Direktorat. Ach, dass ich meine Brille nicht bei mir habe. Ohne Brille bin ich ein halber Mensch. Ja, mein lieber Herr Pacher, guten Tag. Guten Tag. Bitte nehmen Sie doch Platz, so, ja. Danke vielmals. Ich muss Sie leider warten lassen. Das ist natürlich traurig, traurig, traurig. Mein liebes Kind, es ist besser, Sie warten draußen vor der Türe. Ich möchte bei dieser Unterredung unter 4 Ohren, unter keinen Umständen gestört werden. Jawohl, Herr Direktor. Ja,
warte draußen. Lieber Herr Direktor, ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen. Das heißt, sehen ist zu viel gesagt, weil ich habe keine Brille bei mir. Würden Sie nicht etwas näher kommen? Denn aus dieser Distanz kann ich Sie sehr schwer erkennen. So, so. Ja, schon als Kind habe ich immer schlecht gesehen. Und ohne Brille sehe ich überhaupt nichts. Nur Schimmer, Schimmer. Das ist gut. Ich meine es natürlich traurig, traurig, traurig. Was führt Sie zu mir, mein Bester? Es handelt sich um den Flegel, den Oberprimaner, Benno Geier. Ah, um diesen Benno, Benno Geier. Ist er etwa bei Ihnen ins Fettnäpfchen getreten? Ach, Fettnäpfchen. Fettnäpfchen ist ja nicht das richtige Wort. Er hat es gewagt, meine Tochter zu küssen. Ach so, was will ich sagen? Und das ist ja traurig, traurig, traurig. Also dieser Geier, ich meine, dieser Geier wird ihre Tochter nicht mehr küssen. Jetzt bin ich da. Herr Direktor, haben mich also nicht rufen lassen? Nein, nein, mein lieber, armer Freund. Ich habe doch ganz deutlich Ihre Stimme gehört. Na ja, Sie hören mancherlei, Sie sehen mancherlei. Aber Sie können meine Klasse fragen, die müssen es doch auch gehört haben. Aber Herr Kollege, diese Peinlichkeit wollen wir beide uns doch ersparen. Ich erinnere Sie da nur an die weißen Mäuse. Herr Direktor, ich glaube, mit mir stimmt irgendetwas nicht. Ja, traurig, traurig, traurig. Aber wenn wir nicht so kurz vor dem Abitur stünden, dann würde ich Sie am liebsten für längere Zeit auf Urlaub schicken. Aber... Also, mein lieber... Oh, lala. Mein lieber Magistrats Obersekretär Pacher, leben Sie wohl, leben Sie wohl. Sie können sich darauf verlassen, dass dieser Geier nicht mehr zu Ihrer Tochter flattern wird. Ich bin sehr verbunden, lieber Herr Professor. Wirklich, Papa, aber du kannst den Herrn Direktor nicht länger aufhalten. Nein, die Pflicht ruft. Ja, lassen Sie sie rufen. Lassen Sie sie rufen, mein lieber Pacher. Ich hoffe, Sie sind beruhigt, sonst wäre ich nämlich sehr traurig, traurig, traurig. Ich bin sehr verbunden, lieber Herr Direktor. Auf Wiedersehen, Direktor Liebreich. Wiedersehen, Herr Pacher. Wiedersehen. Zu gehen, dein Klassenzimmer. Ja, Papa, lass ich finde meinen Weg schon allein. Was ist denn? Papa, ich habe hier zufällig unter meinen Schulsachen deine Brille gefunden. Was? Ciao, Paps. Du schäm dich. Du hast wohl geglaubt, dass ich ohne Brille nicht in die Schule komme. Ach, Dr. Berthold. Guten Tag, Herr Pacher. Guten Tag. Sagen Sie, Herr Pacher, ja? Mit wem haben Sie jetzt eben hier gesprochen? Mit Direktor Liebreich. Ich habe mich bei ihm beschwert. Er wird sich davon unterrichten. Aber ja, wo haben Sie mit Herrn Direktor Liebreich gesprochen? Wo? Hier im Konferenzzimmer. Sind Sie ganz sicher? Ich bin ja nicht verrückt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hm. Herr Direktor Liebreich. Herr Direktor Liebreich, hallo. Ist hier jemand? Da! Wen suchen Sie denn hier? Ich suche Sie, Herr Direktor. Ja, aber Sie waren doch gerade mit mir im Direktorat. Eben, das dachte ich auch, aber man kann sich natürlich auch... Wiedersehen, Herr Direktor. Traurig, traurig, traurig. Schön, dass du heute für mich Zeit hast. Ja? So, und jetzt alles einsteigen! Aber Benno, ich dachte, wir fahren mit dem Roller. Ja, mein großer Bruder hat mir seinen Wagen geliehen, weißt du? Oh, ist das ein fantastischer Schlitten. Ja, es geht. Wollen wir eine kleine Rast einlegen oder hast du es schon sehr eilig? Nein, nein. Naja, ich möchte nur nicht, dass du meinetwegen zu Hause Ärger bekommst. Aber seitdem mein Vater sich so glänzend mit dem Herrn Direktor Liebreich unterhalten hat, ist er wieder ganz umgänglich. Traurig, traurig, traurig. Sag mal, Reni, hast du schon irgendwelche Pläne nach dem Abitur? Ja, ich möchte mich selbstständig machen und einen Job annehmen als Dolmetscherin oder so. Naja, soll ich nicht mal mit meinem großen Bruder reden? Ich meine, der engagiert dich sofort. So? Übertreibst du nicht ein bisschen? Ich meine, hört er denn auf dich? Ach ja, manchmal schon. Wie ist eigentlich dein Bruder? Unausstehlich. Das ist ein richtiges Ekel. Ist er verheiratet? Nein, nein, noch nicht. Aber gleich nach dem Abitur will er sich verloben. Oh, die Arme. Warum? Na ja, wenn er doch so unausstehlich ist. Wie ist sie denn? Sie? Sie ist das netteste, entzückendste, klügste und charmanteste Mädel, das ich je kennengelernt habe. Ich finde das ein bisschen stark. Ich möchte jetzt nach Hause. Aber Reni, was hast du denn? Nichts. Ich meine, nur wenn dein Bruder dich so reden hören würde, würde er bestimmt eifersüchtig sein. Ist ja nur ein Glück, dass du nicht eifersüchtig bist, hä? Keine Spur. Was geht's mich an, ob dir diese tolle Biene gefällt?
Aber Reni, für mich gibt's doch nur eine tolle Biene und das bist du. Reni, wir kennen uns zwar noch nicht sehr lange, aber ich habe mich in dich... Also, mein großer Bruder, der hat sich in diese tolle Biene verliebt und will sich unbedingt mit ihr verloben. Und mein großer Bruder war schon immer ein Vorbild für mich. Und da dachte ich mir, dass... Vielleicht. Verliebt, verlobt, verheiratet, da sag ich dir nicht nein. Weil dein Charme mich so entzückt, wär ich froh, wenn mir das Glück. Doch ein Schritt von diesem Weg, der führt zu weit. Du bist reizend, doch ich find, du bist streng mit mir, mein Kind. Ja, es führt bei mir kein anderer Weg zur Seligkeit. Verliebt, verlobt, verheiratet, so heißt das Spiel zu zweit. Verliebt, verlobt, verheiratet, da sag ich dir nicht nein. Wie du lachst und wie du gehst, mir den Kopf dabei verdrehst. Vielen Dank, dein Kompliment, das freut mich sehr. Jeder sieht, woran das liegt. Ich geb's auf, ich bin besiegt. Fällt der schönste Weg auf Erden dir denn gar so schwer? Verliebt, verlobt, verheiratet, so heißt das Spiel zu zweit. Frau. Dr. Sprossi. Ich meine, Dr. Berthold hat uns hergeschickt. Wir sollen eine Filmrolle abholen mit einem Tonband über Ägypten. Ja, die müsst ihr euch schon selber raussuchen. Ich kenne mich da nicht aus. Ist er wohl? Nein, nein, da drüben im Regal sind die Sachen, die der Herr Doktor gefilmt hat. Ah, danke. Also, danke. Bitte. Adler, ganz schöne Filmsammlung. Hm? Hier ist der Ton für Ägypten. Griechenland. Ägypten. Ägypten. Lotte Rita Westerland Privat. Mensch, Adler, da ist doch der Film über Ägypten. Wie? Ach so. Ja. So, den Film über Ägypten hätten wir. Danke vielmals. Auf Wiedersehen, Frau Raumpflegerin. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, Herr Doktor, hier ist der Film über Ägypten. Ah, vielen Dank. Bitte sofort verdunkeln. Bitte sofort verdunkeln. Adler. Ich bring dich nach der Schule nach Hause, ja? Fein, aber warte ein paar Häuser weiter, damit die anderen nichts merken. Okay. So, jetzt werdet ihr sehen, was ich in Ägypten gefilmt habe, sind ein paar sehr aufschlussreiche und interessante Aufnahmen dabei. Jetzt geht's los. Ich lasse zu dem Film ein Tonband laufen, das ich eigenhändig besprochen habe. Herr Kollege, einen Augenblick bitte. Jawohl, ich komme. Adler, Sie kennen sich ja aus. Wenn Sie fertig sind, fahren Sie ab. Ja, Herr Doktor. Es handelt sich nämlich um Folgendes, Herr Kollege. Ja. Licht aus! Während der Ferien, die ich diesmal in Ägypten verbrachte, habe ich diesen Schmalfilm gedreht, der den hohen Stand der alten ägyptischen Kultur wohl am besten veranschaulicht. Ein fleißiges Volk tummelte sich an den Ufern des Nils. Geniale Baumeister schufen Denkmäler von einmaliger Schönheit und Größe. Schon damals bediente man sich hochentwickelter Arbeitsmethoden, um diese Wunderwerke zu schaffen. Leider fielen manche von ihnen einer barbarischen Zerstörungswut zum Opfer. Und hier filmte ich ein weltbekanntes Kunstwerk, das Haupt der Königin Nofretete. Man sieht ihr die Jahrtausende gar nicht an. Pyramidenförmige Gedenkstätten, die für ihre Nachkommen gedacht waren, umsäumen das Standbild.
Ein steinerner Affe bewacht eifersüchtig das Grabmal der Königin. Intensive Ausgrabungen in jüngster Zeit haben aufschlussreiche Kenntnisse über das Familienleben der Königin erbracht. Hier die makabre Darstellung eines Totengerichts aus dem 18. Jahrhundert vor Christus. Würdevoll versammeln sich die Ältesten des Reiches um den stiernackigen, glatzköpfigen Gott Osumis, um ihn anzubeten. Dieses kaum 3 Wochen alte Kalb wurde dem Gott geopfert, um seine Gunst zu erwirken. Scheint sich ja da mehr um einen komischen Vorschlag zu handeln. Nein, im Gegenteil, ich spreche über Ägypten. Bitte. Der Kampf gegen die Trockenheit war schon immer das Hauptproblem der Ägypter. Ramses III. Sorgte für die Bewässerung des oberen Niltales. Weite Gebiete wurden durch ihn fruchtbar gemacht. Ja, verstehe nicht, was ich dazu wuchs unter seiner klugen Herrschaft. Durch erfolgreiche Kriege vergrößerte er sein Reich. Die Beute seiner Kriegszüge verteilte er an seine Untergebenen, deren Liebe ihm entgegenschlug, wo immer er sich zeigte. Herr Kollege Berthold! Leider fand der Pfarrer... Ausschalten! Sofort ausschalten! Oh. Unterherr, nicht machen! So, was ihr mir hier angetan habt, das werde ich noch sehr bereuen. Das werdet ihr noch sehr bereuen. Der Unterricht ist beendet. Runter. Der hat ja gar keinen Humor mehr. Das finde ich auch. Was meinst du, René? Entschuldigen Sie bitte, ist der Benno Geier noch drin? Benno? Nein. Da vorne ist er. An der Ecke bei der Telefonzelle. Der auf dem Roller? Ja. Benno! Benno! Mensch, der Benno hat aber einen flotten Käfer. Hm? Dabei habe ich immer gedacht, er wäre an dich verknallt. Allerhand, der Benno. Also dann, tschüss, ihr zwei. Jö, du Arme. War er nicht mit dir verabredet? Ich bin weder arm noch verabredet. Na, servus. Sie als Abiturient? Ja. So eine Geschichte habe ich noch nicht gehört. Deshalb habe ich sie nie erreichen können. Ja, bitte, Frau Usche, kann ich mich darauf verlassen, dass Sie dieses Geheimnis niemandem ausplaudern werden? Ich werde schweigen wie ein Gras. Gut. Unter einer Bedingung. Dass Sie von jetzt an wenigstens manchmal ein wenig Zeit für mich haben. Ich bitte Sie, Frau Usche, wo ich ohne dies schon ein Doppelleben führe. Ein paar Minuten werden Sie schon noch erübrigen können. Das fängt ja gut an, aber ich fürchte leider, Sie werden Ihr reizendes Plappermäulchen nicht halten können. Wenn ich will, schon. Aber ob ich will, das hängt ganz von dem lieben Fritzi ab. Bitte sagen Sie doch Benno zu mir. Dann werde ich Sie aber duzen müssen. Mit Benno bin ich auf du und du. Hm? Wissen Sie was? Wir trinken Bruderschaft. Dann kann nichts mehr passieren. Nichts mehr. So, und jetzt ein Küsschen. Meine Verehrung, Herr Doktor, Kaffee, Cognac, wie immer. Ja, das heißt, nein, kein Cognac. Wie Sie wünschen, Herr Doktor. So, das erste Mal war es mit dem kleinen Bruder und jetzt trinke ich Bruderschaft mit dem großen Bruder. Was denn, das Ganze noch einmal? Mhm. Muss das sein? Muss. Muss. Auseinander, auseinander, Benno, dass du dich nicht schämst. Warum denn? Mein Fräulein, Sie müssen wissen, dass Benno ein unmündiger Oberprimaner ist. Adascha, Herr, darf sich ein Oberprimaner nicht auch einmal amüsieren? Oh. Nein, jedenfalls nicht in aller Öffentlichkeit. Benno, du gehst sofort nach Hause, zack, zack. Wohl, Herr Doktor. So viel Kavalier wirst du wohl noch sein, dass du mich heimbringst. Und bezahlt hast du ja auch noch. Entschuldigung, Herr Doktor, sofort erledigt. So, und jetzt ist aber höchste Zeit. Uschi, komm, auf Wiedersehen, Herr Doktor. Wir sehen uns morgen, Benno. Aber dass Sie den armen Benno nicht bei seinem großen Bruder verpetzen? Ja, ja, Herr Ober. Bitte. Zahlen. Stimmt, danke. Was heißt stimmt? Bitte rechnen Sie genau ab. 1960. Na also, 1970. Bitte? Teurer Laden. Danke, Herr Doktor. Ich bin aber ein alter Freund von ihm und außerdem der Klassenvorstand seines Bruders Benno. Mein Name ist Professor Erwin Berthold. Ja,
Ich darf aber nicht einmal Telefonate durchstellen. Die Sache ist von äußerster Dringlichkeit. So. Ja, ich will es mal versuchen. Sehr liebenswürdig. Einen Moment. Dankeschön. Das ist entsetzlich. Was machen wir denn da? Ich könnte vielleicht nein, sagen, nein, dass... Nein, 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 kann sie nicht. Ich mach das schon. Ja. Aber ich bitte Sie, Püppchen! Dr. Bertel ist ein alter Schulfreund von mir. Sein Besuch ist mir ein Vergnügen. Oh. Hallo, Erwin! Altes Haus, nett, dich wieder mal zu sehen. Was führt dich zu mir? Weiße Mäuse, brennendes Wasser. Ja, bist ein bisschen nervös, ne? Nein, du, ich habe da eine Zigarette hineingeworfen, das hat plötzlich zu brennen begonnen. So, wupp. Wupp, ja. Also komm herein, komm zu mir. Wupp. So, das ist aber nett von dir. Schöner Wodka. Zigarette? Nein, danke. Heute nicht mehr. Ja. Also, alter Freund, ich bin dir wirklich sehr dankbar, dass du mich über Benno aufgeklärt hast. Aber was soll ich machen? Ihn fest an die Kandare nehmen. Jo, dazu habe ich leider keine Zeit. Ich werde mir auf jeden Fall den Umgang mit diesen Mädchen auf das Energischste verbieten. Was ist denn? Das ist biologisch sehr interessant. Was denn? Diese kolossale Ähnlichkeit, die ihr habt miteinander. Oh, das ist mehr innerlich, weißt du? Mehr innerlich. Du, Fritz. Ja? Ich habe ja eine Idee. Ja? Aber du darfst ihm nichts verraten. Ich werde ihm von jetzt ab, so wie er das Schulgebäude verlässt, konsequent nachspionieren. Das ist gar nicht gut. Ich meine, das ist gar nicht schlecht. Ich bitte dich, das kann ich dir nicht zumuten. Das kostet Zeit. Aber nein, ich bin Junggeselle, ein freier Mensch, kann tun und lassen, was ich will. Ich werde ihm folgen auf Schritt und Tritt. Wirklich rührend, rührend. So, und hier ist das überschüssige Geld vom Champagner. Also, servus. Ja, servus. Ich lasse mich recht bald wieder anschauen. Bitte, fein, ja. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich mich gefreut habe. Du mich auch. Ich meine, ich mich auch. No, no, no. Ja. Das. 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 Wenn mir jetzt nichts einfällt, dann ist das Abitur im Eimer. Sag mal, möchtest du so ein Fahrrad haben? So ein Fahrrad? Mhm. Na komm mit. Na komm. Meine Herren, ich möchte Ihnen sagen, dass wir mit dem Ergebnis dieses Schuljahres sehr zufrieden sein können. Klopfen wir auf Holz, Herr Direktor. Noch steht der Oberprima das Abitur bevor. Oh, da mache ich mir gar keine Sorgen, nachdem sogar dieser Neuzugang, dieser traurig, 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 sich sehr gut gemacht hat. Oh. Herein. Guten Tag. Oh, hallo, gell? Ja, was wollen Sie denn hier? Entschuldigen Sie die Störung, aber ich soll hier etwas abgeben. Was wollen Sie denn hier abgeben? Bitte schön. Befindet sich unter den Herren ein gewisser Dr. Erwin Berthold? Ja, das bin ich. Oh, bitte schön. Da war am Bahnhof draußen eine junge Dame. Mei, ganz verweint hat sie ausgeschaut. Das arme Hascherl. Die kommt auf mich zu und sagt, gehen Sie, Herr Dienstmann, nehmen Sie den und führen Sie ihn zu dem Kerl. Ich fahre nämlich nach Amerika, hat sie gesagt, und kann ihn nicht mehr brauchen. Und außerdem, hat sie gesagt, ist er ja von ihm, hat sie gesagt. Sag ich, ja, aber eine Frau, wie stellt sie sich denn das vor? Ja, wir sind eine Großstadt, wo soll ich da den Kerl finden? Oh, sagt sie, nichts leichter als das. Der ist hier am Gymnasium und heißt, schreiben Sie sich das auf, Dr. Erwin Berthold. Das Gymnasium ist gleich hier um die Ecke. No. Und da habe ich ihn heute hergebracht. Ja, wen denn? Na, ihn. Ihn. Komm herein, Bubi. Komm, komm. Du armes Bubi. Da, schau da. Da ist er, der Kerl. Papa, Papa. Was? Endlich. Moment.
Also, ich habe meinen Auftrag ausgerichtet, empfehle mich, habe die Erich am Stadion. Dankeschön, Herr Dienstmann, dass Sie mich zu meinem Papa gebracht haben. Papa! Das muss ein Missverständnis sein. Na, 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 na. Wo kommst du denn her? Die Mama hat gesagt, vom Storch. Na ja, lassen wir sie bei dem Glauben. Ja. Aber jetzt bleibe ich immer bei dir. Um Himmels Willen. Meine Herren, in Anbetracht dieses peinlichen Vorfalls werden wir unsere Sitzung vertagen. Herr Kollege Berthold, wir werden uns noch zu unterhalten haben. Ja, aber ich habe wirklich keine Ahnung, wer dieser Knabe ist. Aber geh, Papi, dein Baby bin ich. Traurig, traurig, traurig. Sie gehen mit dem Kind sofort nach Hause. Von Ihren Schülern darf niemand etwas merken. Gestatte, mein Sohn. Mein Sohn, er hat leicht reden. Herr Kollege, ich stehe vor einem biologischen Rätsel. Das ist nicht mein Kind. Woher wollen Sie das wissen? Ja, aber ich muss doch... Denken Sie an Ägypten, mehr sage ich nicht. Armes Kind. Das Leben ist voller Rätsel. Und Sommersprossen hast du auch? Mhm. Papa! Bist du böse auf mich, Papa? Papa! Papa! Papa, läuft weg! So hören Sie doch Ihr Kind rum! Halt, wo wollen Sie denn hin? Ja, ich wollte geradeaus. Ist das Ihr Kind? Eigentlich, Ihren Ausweis, bitte. Aber gehen Sie, Schutzmann, ich habe doch mit meinem Papa nur ein bisschen fangen gespielt. Nicht wahr? Ja, spaßeshalber. Komm, ich bring dich nach Hause. Ja. Komm, komm. Wiedersehen. Hallo, Peppi, alles okay? Natürlich. Wie lange soll ich ihn noch schikanieren? Bis er verrückt wird. Das dauert nicht mehr lang. Und du, dass du mir dicht hältst? Denke immer ans Fahrrad. Ist doch klar. Hm? Also dann Servus. Servus. Reni. Reni, ich muss mit dir sprechen, bitte. Ich wüsste nicht, worüber. Aber... Papa! Hallo, Papa! Papa! Also bitte. Warte doch auf mich. Lass das jetzt endlich Papa. Sein mit deinem blöden Papa. Du kannst mir doch nicht dauernd nachrennen. Der Papa. Arme Kollege Berthold. Bin ich doch mit, Papa. Aber Herr Kollege, bitte keinen Skandal. Ja, also schön, dann komm. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, Papa. Reni, bitte, Reni, hör mich an. Zufrieden. Über dich lachen die Hühner, der Musterknabe als Muster-Casanova. Aber wenn ich dir doch sage, diese Usch ist die Braut meines Bruders, die kommt nie wieder. Huhu, Benno, Benno, huhu. Wieder. Ist denn die wahnsinnig? Tu doch nicht so. Wenn ich dir doch nur erklären könnte. Hör auf, mir dauernd was zu erklären. Benno, Huhu. Geh doch hinüber zu deiner Huhu. Geh doch, komm. Aber Huhu, ich meine Reni. Das, oh. Bitte um eine Unterredung. Ja, aber natürlich! Lassen Sie ihn herein! Hallo, Erwin, altes Haus! Komm, setz dich! Was hast du auf dem Herzen, ne? Ich bin dem Wahnsinn nahe. Ich konnte nicht auf Benno achten. Ja. Oh, das ist aber sehr schade. Ja, da war nämlich so ein kleiner Junge. Und jetzt habe ich die fürchterlichsten Gewissensstiche. Ja, das ist doch nicht nötig wegen Benno. Nicht wegen Benno, wegen des Jungen. Der behauptet nämlich chronisch, ich werde sein Papa. Menschenskind, das ist ja fantastisch. Ich gratuliere. Darauf müssen wir einen trinken. Nein, aber ich bin kein Papa. Ich habe alle meine Tagebücher und Kalender kontrolliert und habe gerechnet und gerechnet. Der Rechnen war nie deine Stärke. Du warst immer schon etwas besser in Biologie. Wie sieht denn der Junge aus? Sieht er dir ähnlich? Na, das ist es ja eben. Teilweise ja. Das ist alles klar. Du bist Papa! Nenn mich nicht Papa! Ich bin es nicht! Oder bin ich's doch? Hm. Du, Fritz. In der letzten Zeit passieren die fürchterlichsten Dinge. So? Ja, ich sehe weiße Mäuse, brennendes Wasser, ich höre Stimme. Du bist ja vollkommen mit den Nerven runter. Ja. Wo ist denn der Junge jetzt? Weg. Nachdem er mich stundenlang verfolgt hatte, sagte er plötzlich, ich bring dich nach Hause. Und war verschwunden. Aber du, Fritz, hm? Vielleicht ist er gar nicht verschwunden. Vielleicht
Ist er hier, neben mir oder hier? Und ich sehe ihn bloß nicht! Bitte, bleib doch ruhig. Vielleicht bist du nur das Opfer eines Komplotts, hm? Ach so, du hast es eilig. Nein, gar nicht. Bitte. Entschuldige, dass ich dich so lange aufgehalten habe. Ich bitte dich. Aber es hat mir so wohl getan, mich einmal auszusprechen. Dann ist fein. Ist ja alles in Ordnung. Nach meinem Abi, ich meine, Abi, aber nach dem Abitur von Benno, sehen wir uns einmal ausgiebig, ja? Ja, das wird ja dann bald sein. Die Prüfungen beginnen morgen. Na, leider, ich weiß. Ja, Benno wird es schon schaffen. Ja. Also, servus. Servus, Erwin. Das ist ja Wodka. Hallo, Reni. Reni, hier ist Benno. Hallo. Oh, René, nun sei doch vernünftig. Bitte, mach mich doch nicht nervös einen Tag vor dem Abitur. Ich hab sowieso eine Heidenangst. Du, René, sag, können wir uns heute Nachmittag noch sehen? Hm? Na schön. Gut. Dann morgen in der Schule. Wiedersehen. Ja, sind Sie verrückt? Im Gegenteil. Ich bin normal. Prost! So, hier, bitteschön. Gießen Sie einen auf mein Wohl. Auf Wiedersehen. Na, warte. Die Hyperbelfunktionen, erstens Definition. Die hyperbolischen Funktionen von x werden mit Sinus x, Cosinus x, Tangens x, Cotangens x. Herr Doktor! Ach, Anna. Wo wollen Sie denn hin? Ich muss dringend zum Abitur. Aber Sie haben doch noch nicht gefrühstückt. Nein, Sinus x ist gleich x minus x. Ich habe eigentlich keinen richtigen Appetit. Ja, was haben Sie denn? Mir ist schlecht. Vom Magen? Nein, vor Angst. Ja, wovor haben Sie denn Angst? Weiß ich auch nicht. Haben Sie etwa auch eine Abitur... Biscotti oder wie das heißt? Das ist doch lächerlich. Ich bin die Ruhe in Person. Ja, ja, auch Unsinn, Sie als Doktor. Sie haben doch das Abitur schon einmal bestanden. Habe ich, ja. Und sogar glänzend. Oh, das war glänzend, ja. Ihnen kann doch nichts passieren. Nichts. Was soll mir... Bitte bringen Sie mir einen doppelten Baldrian. Die Hyperbelfunktionen. Die hyperbolischen Funktionen von x werden Sinus x, Cosinus x, Tangens x und Cotangens x. Sinus x, Cosinus x, Sinus x, Cosinus x, Cosinus x, x. Geier, geben Sie mir einen Aufriss der Spektralanalyse. Jawohl, Herr Professor. Spektralanalyse? Ja, also über die Spektralanalyse, Analyse, da löse sich Folgendes sagen will. Wenn man in ein Prisma Strahlen hinein bestrahlt, dann strahlen sie auf der anderen Seite gebrochen. Geier, was können Sie mir über die Hyperbelfunktion sagen? Hyperbelfunktion. Also darüber kann ich eigentlich nur sagen, dass sie nicht funktioniert, die Funktion, wenn die Hyperbelfunktion... Geier, stellen Sie die wichtigsten Punkte der Wellentheorie auf. Ach, der Wellentheorie. Ja, die Wellentheorie. Bitte? Die Wellentheorie. Die Wellentheorie. Die Wellentheorie. 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 Die Wellentheorie. Die Wellentheorie. Die Wellentheorie. Die Wellentheorie. Na? Die Wellentheorie. Denken Sie doch nach. Die Wellentheorie. Die Wellentheorie. Benno, nimm dich doch zusammen. Für deinen Bruder Fritz wäre so ein Examen ein Kinderspiel. Ich verstehe es auch nicht. Gestern Abend habe ich noch alles gewusst. Aber jetzt... Er hat versagt. Er hat versagt. 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 Total. Ja. Oberprimaner Geier, ich kann nur sagen, traurig, traurig, traurig. Traurig, traurig, traurig. Traurig, traurig, traurig. Traurig, traurig, traurig.
So, Kinder, das hätten wir geschafft. Na, und der arme Benno ist durchgefallen. Na, wenn man dreimal sitzen geblieben ist, kommt's auf das vierte Mal auch nicht an. Ach, red nicht so dumm. Was glaubst du, wie dem Benno jetzt zumute ist? Hat sich doch wirklich Mühe gegeben. Na, das schau her. Hast du wieder dein Herz für ihn entdeckt? Ach, Reni hat ganz recht. Wo steckt er denn eigentlich? Vielleicht ist er schon zu Hause. Also, tschüss. Tschüss. Kommst du zur Abschlussfeier? Vielleicht. Ach, du bist's, Baby. Bist du am Ende durchgefallen? Ja. Schade, aber mach dir nichts draus. Ich habe auch schon einmal drei Fünfer gehabt. Du, wenn du Angst hast, allein nach Hause zu gehen, begleite ich dich. Ja, Baby, du bist ja ein richtiger Freund. Ich danke dir für alles. Jetzt kannst du mir wahrscheinlich das Fahrrad nicht mehr schenken. Doch, doch. Komm. Ja? Und da. Otto. Ja? Der Junge bekommt ein Fahrrad. In Ordnung, Chef. Also, Peppi, such dir das Schönste aus, ja? Hast deine Sache gut gemacht. Im Gegensatz zu mir. Na, komm, mein Junge. Komm. Übrigens, in der Halle wartet ein Fräulein auf Sie. Hm? Ach, Anna, warum halten Sie mir nicht diese Uschi vom... Reni. Tag, Benno. Ich wollte dich nur fragen, ob du mit mir ins Theater gehen willst. Ich habe zwei Karten. Das ist sehr nett von dir, Reni. Du brauchst kein Mitleid mit mir zu haben, nur weil ich durchgefallen bin. Ich mache mir Vorwürfe. Vielleicht war es meine Schuld. Es war ja auch wirklich zu dumm von mir, auf diese Huhu eifersüchtig zu sein. Aber im Gegenteil. Ich fand das sehr nett von dir, dass du auf diese Huhu eifersüchtig warst. Das ist ein Zeichen, dass du dir Gedanken gemacht hast. Ja, habe ich auch. Sag mal, Reni, hat ein durchgefallener Oberprimaner noch ein klein bisschen Aussicht bei dir? Hm? Aber Benno, wenn man jemanden lieb hat, dann ist es doch ganz egal, was er ist. Fritz! Fritz, Bruderherz! Mensch, Fritz, du, ich bin ja so froh. Guten Tag. Ich bitte dich, Benno, freu dich nicht zu früh. Ja, und wie ich mich freue, ich bin so glücklich, Fritz. Hast aber gar keinen Grund zum glücklich sein. Tut mir leid, Benno, aber ich habe dir Unrecht getan. Ist doch jetzt alles ganz egal. Es ist eben nicht egal, es ist aus. Na ja, klar, ist au. Au. Sag mal, heißt das etwa, dass du durchgefallen bist? Ja. Ich werd verrückt. Mein Bruder, der größte Erfinder seit Edison, der Dr. Fritz Geier, ist beim zweiten Abi durchgerasselt. Ist das gut? Aber ich bin doch nicht in einem Irrenhaus. Was hat denn das zu bedeuten? Ich werde dann alles erklären. Benno, jetzt hör endlich auf zu lachen. Du hast überhaupt keinen Grund dazu. Doch, mein lieber Fritz. Dein Bruder, diese jämmerliche Niete, hat in der Zwischenzeit das Abitur endlich bestanden. Nein. Jo. Aber wieso? Fritz, von dem Augenblick an, wo ich wusste, dass du für mich in die Schule gehst, war meine Psychose wie weggeblasen. Mensch, das Kind Benno, da hat doch alles doch einen Sinn gehabt. Jo. Und bei der Gelegenheit... Wo ist sie denn jetzt? Und bei der Gelegenheit habe ich meinen Stammzahn kennengelernt, meine zukünftige Frau kennengelernt. Oh. Das heißt, wenn du mit dem großen Bruder von Benno einverstanden bist. Du bist also Fritz. Ja. Das soll doch so ein unausstehliches Ekel sein. Ja. Nein, nein, nein. Wer hat ihn denn diesen Bären aufgebunden? Fritz ist ein ganz patenter Kerl. Ist schließlich mein Bruder. Na ja, dann kann ich es mir noch mal überlegen. Ach ja, bitte. Zack, zack. Gratuliere herzlichst. Danke. Wozu? Dass du durchgesaust bist, denn wenn du bestanden hättest, wäre der ganze Schwindel aufgeflogen. Ja, Moment mal, Sprossi. Du hast die ganze Zeit alles gewusst? Selbstverständlich. Oder hast du gedacht, einen Mann wie mich kann man hineinlegen? Halt, halt, unser schöner Teppich! Soll ich noch immer Papa zu ihm sagen? Nein, ist nicht nötig, Peppi. Weißt du, diesen Onkel kann man nicht hereinlegen. Okay, dann hau ich wieder ab. Ich wollte mich bei dir nur fürs Fahrrad bedanken. Oh, bitte. Mach's gut. Du warst uns ein guter Sohn.
Also Benno, weißt du, du bist du doch jetzt wirklich... Jetzt heißt aber Fritz in Zukunft, meine kleine tolle Biene. Ja, Fritz. Mir wird ganz schwach. Benno, gib doch dem Herrn Doktor was zu trinken, ja? Und dreht euch mal alle um. Und du nicht.